spielt man eher ein, ja, wie soll ich sagen, ein Safe-Angriff oder spielt man eher auf Risiko, wenn man in der Liga ist? Das Ganze wollen wir in jedem Fall in dieser Folge mal aufklären und inklusive natürlich Live-Fail von mir. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich versuche da oben mal, oben rechts, den Angreifer zumindest, also den Attacker, zumindest hier auszublenden, irgendwo, zumindest in der Szene. Aber die Frage ist natürlich an euch gerichtet. Spielt man eher safe auf 2, gerade wenn man Hit up muss, aber muss er ja gar nicht, 12 auf 12. Oder aber spiele ich hier risky? Also spiele ich Risiko, auch so eine Blimp hier, kann ja schon mal für den einen oder anderen ein Risiko darstellen. Und ich würde sagen, diese Löcher hier, die riechen eigentlich schon nach Riesenbomben. Sage ich jetzt mal so, ja. Natürlich habe ich auch, oder gibt es immer wieder in der Liga gewisse Sachen, über die man wirklich gerne, gerne lacht. Und hierüber lacht man in jedem Fall. Also ich denke mal, in der Lücke ist auf jeden Fall irgendwo eine Riesenbombe. Oben kommen schon mal zwei dicke Lakaien raus. Und wenn du den Invis nicht rechtzeitig schmeißt und nichts in der Clanburg hast, was überhaupt diese Bomben auslöst, außer deine Truppen, die eigentlich alles rundherum schaffen sollen, dann hast du ein Problem. Ja, das hat er hier auch. Ihr seht, die Riesenbomben gehen los. Die Minions schießen schon mal ein bisschen. Dann kann er, glaube ich, noch einmal schießen und das war's. Ja, das war's mit den Blimp-Truppen. Ja. Jetzt, dann muss natürlich ein bisschen Plan B kommen. Keine Frage. Aber Plan B sieht hier einen Lalo vor, also mit Lavahund und ein paar Ballons. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Je nachdem, von welcher Seite man jetzt reinkommt, er entscheidet sich hier für die Seite gegen den Fegern oder gegen die Feger hier. Die drehen sich ja noch, ne? Das sind ja 360-Grad-Feger, so nenne ich die immer ganz gerne, weil die drehen sich immer dahin, wo du es nicht erwartest. Und dann kommst du ums Verrecken hier nicht ans Rathaus ran. Also eine Belagerungsmaschine hat er jetzt schon nicht mehr und bekommt hier hinten auch noch Probleme mit den kleinen Pups hier. Die nehmen nämlich noch einen Heiler wahrscheinlich raus oder zumindest ist hier jetzt ein Heiler angeschlagen. Queen kriegt jetzt ziemlich viel Feuer. Der Gegenfunnel hier hat auf jeden Fall gut funktioniert. Der King zieht den Adler auf sich. Das hat noch funktioniert. Also der Funnel war schon gar nicht so schlecht. Jetzt muss er seine Queen schon Invis machen, weil die dort auch heftig auch noch vom King Feuer bekommt. Der King schafft aber oder die Queen schafft den King gerade noch so. Und jetzt geht es hier ja leider gegen die Feger. Ihr seht das, da oben haben sich gerade gedreht. Und das ist natürlich bockschwer, wenn du jetzt überhaupt keinen Zauber mehr hast, um hier irgendwie einen Feger aufzuhalten oder ja, Richtung Rathaus noch zu kommen. Ganz, ganz fix. Da unten ist auch noch eine Queen. Die ballert hier auch noch ein bisschen rum auf die Ballons. Und so ist das hier ein lupenreiner Fail. Also, ja, ist natürlich schwierig dann zu sagen, wo komme ich da mit meinen Truppen raus. Aber die Queen, sollte dann bei so einem Angriff schon irgendwo wegsterben. Also, dass man die gegnerische Queen wenigstens rausnimmt, denn die nimmt halt eine Lufttruppe nach der nächsten raus. Queen ist immer noch aktiv, kann aber auch nicht mehr gezündet werden, hat jetzt noch einen Royal Champion, einen Kopfjäger da unten und noch so ein paar Barbaren, noch so ein paar Barbaren hier. Die schaffen hier auch noch ein bisschen Lager unter Heilung. Der Warden wird natürlich von dem X-Bogen jetzt down gemacht und ja, so bleiben das hier doch eher. Ja, leider eine Nullnummer, also risky, risky ist risky. Und deswegen, also ich gehe lieber safe in solche CKs rein. Vor allen Dingen muss ich hier mit kleineren Rathäusern ran, wie auch einige meiner Clan-Kollegen. Das habe ich jetzt, glaube ich, rausgeschnitten. Und wie einige meiner Clan-Kollegen. Ach, ich habe den einfach drin gelassen. Jetzt ist ja auch egal. Er findet sich ja auf jeden Fall wieder. Ist alles nicht so schlimm, so nenne ich das ja. Aber wir spielen Clan. Krieg in drei Clans hier. Also Deutschland-Ad ist am Start, Herausforderer sind am Start und der Clan Free to Play. Und wir sind hier schon so ein bisschen überrollt worden, wenn ich mal so ins Ranking gucke. 14 3-Sterner und wir haben erst 4. Ist aber auch erklärbar. Aber die haben auch schon 4 One-Stars, dafür haben wir einen 0-Stars. Okay, wir haben einen 0-Stars. Dann kann man natürlich ein bisschen anders agieren. Entweder nimmt man die Nummer nochmal oder man lässt eine ganz andere aus oder man geht einfach ein bisschen runter. Und ich würde
Mich interessieren aber die kleineren Rathäuser, muss ich mal sagen, denn größere kennen wir zur Genüge. Mal sehen, was der Ricky sich hier einfallen lassen hat. Er hat gar keine Belagerungsmaschine mitgenommen. Das ist natürlich auch ein kleines Problem. Den Vorteil sollte man in jedem Fall nutzen, dass ich hier als Rathaus 10 auch eine Belagerungsmaschine mitnehmen kann. Blitzt hier die Infernos raus und nimmt noch eine Luftabwehr mit und wahrscheinlich noch eine Luftabwehr. Jawohl, Queen ist auch schon mal weg. Queen gleich mitgeblitzt, okay. Kann man ja mal machen. Und jetzt hat er aber auch nur noch, was heißt nur noch? Er hat immerhin noch einen Giftzauber, ja, für die gegnerische Clanburg. Und kommt hier jetzt gleich so halb über Ecke rein. Aber es ist ja nichts mehr da, was jetzt großartig stören könnte, die Drachen. Nämlich einen. Es ist kein Feger mehr da, es ist kein Inferno mehr da und nur noch eine einzige Luftabwehr hier, die ein bisschen gefährlich sein kann. Kommt jetzt auch mit allen Drachen raus, beziehungsweise nimmt noch einen Lava-Hund mit dazu. Ein bisschen spät, weil die Drachen werden jetzt schon anvisiert. Aber der Lava-Hund tankt auf jeden Fall die beiden Minions hier, die Super-Minions aus der Clanburg, schön raus. Und die Ballons können jetzt ganz, ganz behende hier auch durch die Base noch fliegen. Clanburg kommt jetzt mit dazu. Ja, da fragt man sich natürlich, warum nicht auf eine Belagerungsmaschine gewartet. Ich meine, man hat ja 24 Stunden Zeit. Wir haben hier einen 15er, einen 14er. Wir können natürlich auch nicht 24 Stunden online sein hier. Wenn also hier die Leute was benötigen, muss ich auch noch mal eine Mail raushauen. Dann sollen sie eben mal den Clan wechseln. Sich bei den Herausforderern oder beim Clan Free to Play sich Truppen geben lassen oder halt man holt sich das mit Medaillen. Ich meine, ich mache es meistens mit Medaillen. Ich warte da gar nicht drauf, auch wenn wir die Truppen hier hätten. Und dann kann man hier auch in den Clankick reingehen. Mit einigen Accounts habe ich schon angegriffen. Ich werde auch nicht alle in die Livestreams mit reinbringen. Das wird mir dann doch ein bisschen viel, denn ich bin hier mit ganz schön vielen mittlerweile am Start hier, denn wir haben auch wirklich alles zusammengekratzt, ich auch, was geht, damit wir hier wenigstens im unteren Bereich noch 10er haben und keinen 9er haben. Und hat aber funktioniert, wir sind hier 32 Leute im Clan, glaube ich. Einen müssen wir abziehen. Das ist der Leader hier, das ist der Bender im Clan Deutschland-Ad. Der ist Rathaus Level 8, den haben wir dann unten weggelassen. Aber der Rest hier funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und natürlich muss man sich auch darüber Gedanken machen, dass zum Beispiel so ein Nick der Rascher hier immer 3 kassieren wird. Das heißt also 7 Tage, 3 Sterne, 21 Sterne schon mal für die Gegner sicher, weil der kann die Base umstellen, wie er will. Die 3 hast du immer. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen doof, aber ich habe hier wirklich alles genutzt, was geht. Wie viel sind wir im Moment? Ja, wir sind 32. Ich habe alles genutzt, was geht hier. Und würde jetzt ganz gerne auch angreifen. Mit einigen habe ich schon angegriffen. Und ich nenne es mal so safe, ja, gerade so safe, 52%. Und dann habe ich, glaube ich, noch einen gehabt hier. Ich muss mal gerade schauen, habe ich nicht noch, habe doch schon einen Angriff gemacht hier. Mit irgendeinem. Homebutton, Chefkoch. Ich habe doch schon angegriffen hier, oder? Täusche ich mich da? Muss ich selber gerade nachgucken hier. Ich habe mich ja bin ja im unteren Bereich hier. Ja, mit Lela. 80% auf meinen Gegenüber, also 11 auf 11. Und ich muss aber auch mit Uschi ran. Das Dusselige ist, Uschi hat ja unten auch 3 kassiert. Natürlich hat Uschi 3 kassiert, weil Uschi ist ein Rathaus 10. Und hat auch eine Rathaus 10 Base, oder? Natürlich nicht. Das ist nur eine 9er. Okay. Ich muss umstellen, genau wie bei Lela auch. Lela hat nämlich auch, Lela ist Rathaus Level 11 und hat hier noch eine Level 10 Base. Da können wir auch mal reinscouten hier. Das ist natürlich sehr, sehr dümmlich von mir gewesen. Ja, ich habe natürlich einen Adler, ich habe natürlich die Entfernung schon ein bisschen hoch und ich habe auch die nächste Def schon. Also meine Base ist eigentlich auch größer. Also muss ich mir nachher mal eine ordentliche Base raussuchen. Aber ich würde sagen, wir gehen mit der Uschi hier rein. Auch safe ist gar nicht mal so einfach für mich, hier safe was zu finden, um gegen das Rathaus und gegen den Adler anzustinken. Jetzt für mich als Rathaus Level 10. Ja, aber immer, wenn ich so ein bisschen Single Infernus erwarte, dann erwarte ich Massentruppen von mir, also Riesen, Hexen, Bowler.
Das Problem ist, Bowler habe ich nicht. Ich habe noch keine Bowler-Kaserne. Das heißt also Riesenhexen only an der Stelle. Macht aber auch nichts. Ich glaube, ich kriege den Bombturm hier mit zwei Loons raus. Denn hier dürfte eigentlich nichts auf den Bombturm ballern. Hoffe ich mal. Wenn ich den gleich rausnehme, so ganz easy peasy. Und auf einer Seite lasse ich einen Packer laufen, auf der anderen Seite die Helden und in der Mitte haue ich dann gleich die Hexen raus. Ob das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das so, wir gehen rein. Ich nehme Kampfaufwerfer mit. Und die Truppen, könnte ich die eigentlich mitnehmen? Nee, ich nehme eher ein paar Bowler mit, weil das ist jetzt genau die Truppe, die ich nicht habe. Deswegen nehmen wir hier lieber ein paar Bowler mit und einen Riesen. Und nehmen einen Kampfholzwerfer dabei. Einmal gekauft. Und dann haben wir hier auch Clanburg. 3-1-1. Ja, mehr Zauber habe ich im Moment nicht. Meine Zauberfabrik levelt, glaube ich, hier. Ah, ne, die levelt gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Bowler-Kaserne. Die läuft jetzt gerade erst. Die habe ich heute erst angestoßen. Und die wollte ich aber auch nicht gemmen, nur für die Bowler. Das wäre, glaube ich, auch etwas übertrieben gewesen. Aber wir gehen rein hier. Wenigstens ein Live-Angriff oder ein Live-Fail. Je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Okay. Minenwerfer, da. Und auch erst 30er Helden, ja. Also ich bin mit Uschi hier mal gerade so ein Zehner mit 240 Truppen. So muss ich sagen. Okay, gehen wir rein und zünden hier erstmal unsere beiden Ballons hier auf ihn hier. Hier setzen wir den Packer. Und wir gehen hier dann mit den Helden rein. Okay. Da kommen jetzt auch schon dann die Super Minions. Okay. Ist aber alles noch nicht so tragisch, Leute. Denn jetzt kommt hier die Hexenflut. Und wir nehmen hier ihn hier mit rein. Die beiden Super Minions sind immer noch am Leben dort. Jetzt sind sie down. Okay. Jetzt sind sie down. Und der Kampfholzwerfer hat hier im jeden Fall schon aufgemacht. Oh, Riesenbombe da. Alles klar, Riesenbombe ist natürlich gefährlich. Was heißt gefährlich? Ist sehr, sehr gefährlich. Aber meine Truppen gehen wirklich super hier rein in die Base. Mal gucken, ob wir noch hier irgendwo rumspringen können. Und ob die Bowler mir das Rathaus wenigstens holen. Wo ist meine Queen? Die ist da außen. Holen mir die Bowler das Rathaus oder nicht? Ja, die holen mir das Rathaus. Und jetzt haben wir schon Safe 2. Perfekt, dann können wir noch ein paar Prozente machen hier. Ein paar Prozente. Wo geht hier noch ein bisschen was, Leute? Ich würde sagen, hier geht noch ein bisschen was. Und hier können die noch ein bisschen weitergehen. Meine Queen ist auch noch da, ja. Geht ja. Okay, 10 auf 11. So kann man es machen. Okay, ist nichts mehr gesprungen. Da kann man sich den Sprung natürlich auch sparen. Ich muss jetzt noch die Queen gleich einmal zünden. Oder ich lasse sie selbst. Ich vertraue nicht der Self-Zündung hier. Ich zünde lieber selber. Aber werden auch, ihr seht das, ganz, ganz stabile Sterne und auch ganz stabile Prozente. Also für mich, bin super zufrieden. Hier habe noch nicht verkackt. In keinem Clan der Liga hier. Bombturm holen wir uns auch noch weg. Jawohl. Und den gegnerischen King schaffen wir leider nicht. Der ist ein Level höher als uns. Als unsere Queen, meine ich. Und damit haben wir hier auch wieder die zwei Sterne reingesammelt. Wir gucken mal, wie es so im Gesamtklassement geht. Also, das ist so meine Rathaus 11 oder meine Rathaus 10 Armee. Für solche Fälle. Ich weiß nicht, was ihr da noch auf der Fahne habt. Wie gesagt, ich habe noch keine Bowler. Dann würde ich den Packer wahrscheinlich weglassen und vielleicht zwei Hexen weniger. Aber so kann man eigentlich ganz gut safe spielen. Man kann natürlich auch eine Safe Blim spielen. Was auch immer. Aber irgendwo, gerade im Hit-Up-Bereich, die Sterne rauskitzeln. Und wir sind nicht letzter, Leute. Wir sind Dritter. Man glaubt es kaum. Wir sind Dritter. Gewinnen werden wir diesen Clankrieg natürlich nicht. Aber es würde mich natürlich freuen, neuen Angriff haben wir noch, wenn wir diese machen würden. Wenn ihr was aus dem Clan Herausforderer sehen wollt oder auch aus dem Clan Free-to-Play, dann seid ihr in den Livestreams einfach am Wochenende mit dabei. Dort werde ich reichlich zeigen, denn wir haben hier ganz, ganz spät Schluss. Ihr seht das, es ist jetzt, ich nehme auch extrem spät auf, 15.06 Uhr und wir haben noch 8 Stunden 15 Minuten Zeit hier. Also die Clankriege laufen wirklich extrem spät aus und natürlich dann wieder an. Und dementsprechend bekomme ich natürlich ein bisschen was auch mit in die Livestreams. Oder ihr wollt vielleicht nochmal einen Angriff sehen von euch, womöglich, oder auch von den anderen. Und so werden wir hier in jedem Fall die Zeit ganz gut nutzen, würde ich sagen. Okay, ich bin auch in einer Liga, weil ich auch mal angegriffen habe hier. Und dann
habe ich das erstmal festgehalten. Also wie gesagt, wir sind in der Liga. Ich hoffe, euer Ligastart war auch sehr, sehr cool. Oder ihr lasst das Mismatching mal wieder über euch ergehen. Es sind nur 7 Tage, Leute, dann ist der ganze Spuk wieder vorbei. Und wir sind um einige Medaillen reicher. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und verbleibe bis dahin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.